Ich grüße Sie von zu Hause aus. Ich stehe im Garten am Grundstück von meinem Nachbarn. Wie viele andere auch, haben wir Seelsorgende, soweit es möglich ist, auf Homeoffice umgestellt. Auch von zu Hause aus sind wir erreichbar und da für andere. Nebst jenen Menschen, die mit einem das Zuhause teilen, gibt es auch andere, die wichtig und wertvoll für einen sind. Beispielsweise Nachbarinnen und Nachbarn. Wohl dem Menschen, der einen guten Nachbarn hat. So habe ich einen Psalmvers für diese besondere Zeit umgeschrieben. Ein Nachbar, der ein Auge auf uns hat, im positiven Sinn, der für einen da ist, wenn man Hilfe braucht, der für einen Einkäufe erledigt, wenn man das nicht selber machen kann oder auch darf, die das Haus oder die Wohnung hüten, wenn man länger nicht zu Hause ist. Ich wünsche Ihnen, dass Sie solche guten Nachbarn haben, oder Menschen, die so sind, mit denen Sie bei allem notwendigen Abstand so manche Sorge austauschen können, teilen können, einander mitteilen können, was einen bewegt oder auch Freude macht. Ich wünsche Ihnen einen guten, gesegneten Tag.